Ja, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Präsident, als ich am Anfang die Ausführungen von Herrn Laschet gehört habe, dachte ich, jetzt kommen Laschets Sachgeschichten. Es wurden dann leider doch Laschets Lachgeschichten. Und Sie haben es ja nun selber auch gemerkt, wie selbst für lächerlich befunden, wie eben Sie nichts tun auf Bundesebene der eigenen Partei, der eigenen Regierung, eben damit zu entschuldigen, dass andere einem aus sachlichen Gründen daran hindern. Das fand ich schon eine bemerkenswerte Volte, die Sie hier geschlagen haben. Was wir als Grüne natürlich ganz klar sagen und ist Folgendes. Wir haben jetzt den ersten Schritt der Systemeinführung der erneuerbaren Energien hinter uns. Das ist klar. Daran hat das Erneuerbare Energiengesetz den entscheidenden Anteil. Daran hat auch der Einspeisevorrang einen entscheidenden Anteil. Und jetzt mit dieser Wende hin nach 25% Anteil erneuerbaren Energien geht es nun darum, die nächsten Schritte zu machen. In diesem Schritt der Systemdurchdringung geht es natürlich darum, sich auch das Erneuerbaren Energiengesetz anzugucken, ganz klar. Aber die Frage ist, an welchen Stellen und wie macht man das Ganze? Das Erneuerbare Energiengesetz muss verändert werden. Es gibt an einigen Stellen massive Überförderungen, an die man schon längst hätte rangehen müssen, schon längst eben auch im Sinne der erneuerbaren Energien, im Sinne der Kostenentwicklung da etwas hätte machen können. Aber das, was wir jetzt hier teilweise an Vorschlägen haben, das ist wirklich destruktiv. Denn als Beispiel ist ja eben auch schon mal genannt worden, diese kurzfristige Zeitspanne bis zur Genehmigung von Windanlagen von wenigen Tagen, der Deckel, all das sind eben Sachen, die gerade nicht für Investitionssicherheit, sondern eben gerade für genau das Gegenteil sorgen. Das haben wir eben an vielen Stellen schon gehört. Es gibt Beispiele aus dem ganzen Land dafür, dass gerade Bürgerenergieanlagen da sehr unsicher sind. Der nächste Punkt ist, an einer Stelle jetzt an erneuerbare Energien, die die Energiewende ausmachen, die die Energiewende jetzt billig machen. Photovoltaik und Windenergie sind die beiden Träger der Energiewende. Und das sind die beiden, die in den letzten Jahren massive Lernkurven, was den Preis angeht, hinter sich haben. Massiv. Und gerade die beiden sind eben die günstigsten erneuerbaren Energieträger, die an einigen Stellen wirklich schon auch günstiger sind als viele neue konventionelle Kraftwerke. Und wenn man genau da jetzt mit einem Deckel rangeht und mit massiven Kürzungen, dann bringt das für die Kostenstruktur überhaupt nichts, sondern es macht einfach nur die Energiewende und den Ausbau der erneuerbaren Energien kaputt. Es gibt eine Studie von McKinsey, die eben dargestellt hat, wenn man in diesem und im nächsten Jahr die Windstromvergütung 15% kürzt, dann macht das eine Verringerung der EEG-Umlage von 0,03 Cent pro Kilowattstunde aus. Daran sieht man, es ist genau das Falsche, an diese Stelle ranzugehen, genau an diese Stelle, an die beiden Energieträger, die die Energiewende günstig machen werden. Und ein dritter Punkt: Die Bürgerinnenbeteiligung bei Wind, bei Photovoltaik ist eine der tragenden Säulen der Energiewende. Das ist das Rückgrat der Energiewende. So hat die Energiewende überhaupt erst stattfinden können, denn der Großteil der erneuerbaren Energienanlagen wird von Bürgerinnen und Bürgern in Genossenschaften oder in Einzelanlagen investiert und wurde investiert. Und genau da ist jetzt die Verunsicherung besonders groß. Genau da werden hinterher Banken auch womöglich sehr, sehr zurückhaltend sein. Denn wenn große Energieversorger sagen, ja, wir kriegen diese Unsicherheit noch irgendwie gemeinsam gewuppt, sobald ein paar Bürgerinnen und Bürger zusammen sind, ist das Ganze schon nicht mehr ganz so einfach. Da sind die Banken dann sehr zurückhaltend. Und das alles kann eben genau dazu führen, den Sachen, die wir schon gesagt haben, dass hier massive Investitionen nicht mehr in Nordrhein-Westfalen stattfinden werden. Und das finden wir investitionsfeindlich für Nordrhein-Westfalen. Und dann komme ich gerne noch zur FDP, und da versuchen Sie sich ja an so einer Legendenbildung, Herr Lindner, dass Sie da jetzt die Naturschützer sind, weil Sie diejenigen sind, die jetzt gegen Windenergie im Wald sind. Ich finde das schon sehr spannend, wie Sie so im Feenland im Wind an diesen, an vielen anderen Stellen eben dann da, wo es Ihnen passt, auf einmal den Naturschutz herausholen und dann sagen, das ist das Problem hier, Sie spielen sich hier als Naturschützer auf. Wir haben das vor einigen Wochen schon miteinander diskutiert. Keiner der Naturschutzverbände in Nordrhein-Westfalen nimmt Ihnen das ab. Da ist Hopfen und Malz verloren.
Und dann das Thema Investitionssicherheit. In vielen Branchen, in allen Branchen merken Sie das immer wieder an, aber beim Bereich erneuerbare Energien, im Klimaschutz, da ist Ihnen das vollkommen egal, dass Bürgerinnen und Bürger schon mehr fünfstellige Summen investiert haben und jetzt einfach nicht mehr wissen, wo ihre Windanlage und ob ihre Windanlage noch gebaut werden können. Das ist Ihnen vollkommen egal. Ich finde, Herr Lindner, da hat Herr Laschet eben mehr inhaltlich sogar gesagt. Und eben mehr Hoffnung für Investitionssicherheit gegeben, dass eben wenigstens drei Fraktionen im Landtag, die eben auch von Bedeutung da an der Stelle sind, wie es weitergeht, eine Linie geben. Da haben Sie sich dann komplett diskreditiert. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin Brems. Für die Piratenfraktion spricht der Kollege Rohwedder.